Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Grid 2. In Ordnung. Wenn du zurückgehen und herausfinden möchtest, wie sehr du dich verbessern... Wenn du zurückgehen und herausfinden möchtest, wie sehr du dich verbessert hast, wirf einen Blick auf die Zeitleiste. Dort kannst du jede bisherige Phase nochmal versuchen. Oh nö, das muss jetzt nicht sein. Aber es ist eine gute Trainingsmöglichkeit. So, ich habe gesagt, wir machen heute mit den Eurorand-Rennen weiter. Das ist Eurorand. Ein Club, der aus dem europäischen Motorsport nicht wegzudenken ist. Du musst alles geben, wenn wir sie davon überzeugen wollen, sich der WSR anzuschließen. Das hört sich ja fast so an, wie wenn ich nicht immer alles geben würde. So, lasst mal gucken. Wir werden mit unserem Mercedes fahren. Der hat mir das letzte Mal richtig, richtig Spaß gemacht. Gucken wir einfach mal. Die kleine Driftsau. Du musst dein absolut Bestes geben, um Eurorand in seiner Paradedisziplin zu besiegen. Stell dich auf ein hartes Rennen ein. Ja, ich sehe schon. Das wird wirklich hart. Die drängeln schon wieder. Aber es wäre in Grid 2 nichts Neues, dass die Gegner anfangen zu drängeln. Boah, das Ding geht aber richtig gut, ne? Beobachte jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Ja, du sagst das so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Er zieht jetzt wieder nach innen, ich weiß es ganz genau. Bei mich jetzt vorbei. Wow, 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 wow. Zwei Runden noch. So, und gucken wir mal, ob wir den ersten auch noch einholen können. Das Ding macht richtig Spaß. Zu früh gebremst. So, dann fahren wir das Ding mal nach Hause. Das war ein bisschen spät gebremst. Das war die bisher schnellste Rennrunde. Halte deine Führung. Der Zweitplatzierte lauert auf seine Chance. Vor allem, wenn ich sowas mache wie gerade eben, dass ich fast stehe in der Kurve. Das ist der Tod von jedem ersten Platz. Das war nur ganz sanft angeeckt. Das war eine kleine Bremshilfe. Nennen wir es kleine Bremshilfe, genau. Mit dem Ding, das macht echt Spaß. So, erster. Perfekt. Du hast nicht nur gegen Eurorand bestanden, sondern gewonnen. Das ist fantastisch. Na klar ist das fantastisch. Wir gehen auch gleich ins nächste Rennen. Wenn ich denn darf. Du warst so überzeugend, dass Eurorand dich erneut eingeladen hat. Beeindrucke sie weiterhin. Dann können wir sie sicher für die WSR verpflichten. Aber natürlich! Barcelona. Paris.
und die Côte d'Azur. So, gleich mal nächstes Rennen. Alles ist sehr schmal hier. Lass dich nicht einklemmen. Viel Glück. Gucken wir mal. Callum Kirkwood ist der Star von Eurorand. Beweis ihm, dass du konkurrenzfähig bist. Das brauche ich nicht beweisen. Das ist so. Was mit der... Eurorand hat extrem viel Erfahrung. Sieh zu, dass du die Jungs überraschen kannst. Was mir nur ein bisschen Sorgen bereitet ist... dass die Strecke hier schon wieder so ein bisschen eng ist, ne? Naja, es geht. Ich dachte eigentlich, das wäre eine andere Strecke. Du kleines Arschloch. Schon wieder. Dann eben so. Das ist genau der Typ, den ich auch schlagen soll, ne? Okay, da ist wohl was kaputt gegangen. Lass ihn diesen Platz nicht behalten. Ich bin Sechster, ich fahre aber auch gerade einen Mist zusammen. 3 Runden noch zu fahren. Weiter so und hol dir den nächsten. Ich versuch's. Okay, du bist Vierter. Jetzt fahr in die Top 3. Irgendwie hast du das Gefühl, der zieht nicht mehr richtig. Das war die schnellste Runde bisher. Okay, Platz 2. Kämpf um die Führung. Ja, ich versuch's. Ist aber nicht so einfach hier. Oh, der ist so weit vorne. Das war die bisher schnellste Rennrunde. Da haben wir wieder ein kleines Stückchen aufgeholt. Nein, geh weg. Push. Nee. Was bin ich eigentlich da für ein Mist zusammengefahren? Hau ab! Mein erster Platz! Da musste ich ihn jetzt ein bisschen ausbremsen. Nur ein klein wenig. Gute Arbeit. Du hast die Eurorand-Jungs wie Anfänger aussehen lassen. Naja, eigentlich war es eher andersrum, ne? Das war echt knapp, weil ich gefahren bin wie der letzte Henker. Aber ja, man hat eben ab und zu so Rennen, ne? Wo man sich denkt, ja, das war absoluter Mist.
Vergiss die Promo-Events nicht. Wenn sie nicht wichtig wären, würde ich den Kontakt gar nicht herstellen. Okay, dann fahren wir das eben. Das haben wir ja schon, ne? Rockstar! Ach du Scheiße. Das wird spaßig, ne? Ein schönes Muscle Car, was wieder ausbricht, wahrscheinlich ohne Ende. Und dann auch noch so eine Strecke. Die zerklüfteten Felswände am Streckenrand sind brutal. Komm ihnen nicht zu nahe. Hatte ich auch nicht vor. Ach, das ist schon wieder so ein Rennen. Wir haben nur eine Aufgabe. Die Zuschauer auf den Rängen zu Hardcore-Fans zu machen. Erreich deine Ziele, dann geht der Rest von selbst. Die Gegner sind da, um überholt zu werden. Gut gemacht. Ja, zu was denn sonst? Wow, wow, wow. Okay. Ich hoffe mal, das reicht zum Schluss. Das ist ja echt brutal. Puh. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Du machst das super. Die Strecke ist kacke. Strecke ist sowas von Mist. Ziel erfüllt. Erster, zweiter. Du hast eine starke Leistung gezeigt und das Ziel erfüllt. Zum Glück. Also die Dinger, ne, die sind voll ekelhaft. Und vor allem, wenn es so enge Strecken sind wie hier. Nee, 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 nee. Wir haben genug Anhänger gewonnen, um die WSR in Europa veranstalten zu können. Nicht schlecht für die zweite Saison. Jetzt müssen wir unser Angebot richtig präsentieren. Wir werden aber trotzdem erstmal hier weiterfahren, im Eurorand. Denn ich möchte das natürlich nach und nach schön alles abarbeiten und hier nicht drei Baustellen anfangen. Nee, nee. Das muss nicht sein. So, die Strecke geht jetzt, ja, die geht wieder geradeaus weiter. Komm. Fahr zu. Und blockiert hier nicht die ganze Kurve. Es gibt Leute, die da ein bisschen schneller durch wollen.
Oh, hinter mir hat es, glaube ich, ein bisschen gescheppert. Ach ja, da weiß ich auch noch, wo ich so schön links rumgefahren bin. Tür zu. Sonst zieht's hier wieder ein bisschen. Wow, wow, wow. Was war denn das jetzt? Da wusste ich nicht, wo ich hinfahren soll. Du hast da was verloren. Oh Gott, wenn die halt mal zufahren würden, ne? Hau ab! Du hast deine Tür verloren. Steig gefälligst aus und sammel die wieder auf. So. Dann wollen wir den beiden mal wegfahren. Oh, das sind ja eh nur zwei Runden, sehe ich gerade. Na, gut, dass ich jetzt schon Erster bin. So, einmal hier lang. Mal richtig schön genommen, das Ding. Ab ins Ziel. So, dann würde ich sagen, es geht weiter. Warum spricht eigentlich meine Stimme nicht mehr zu mir? Ich glaube, dem hat's irgendwie die Sprache verschlagen oder so. Wir haben genug Anhänger gewonnen, um die WSR in Europa veranstalten zu können. Nicht schlecht für die zweite Saison. Jetzt müssen wir unser Angebot richtig präsentieren. Ja, Moment. So, ich würde sagen, ich mache hier eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Grid 2.